Das ist aber gemein, wenn die das können, dann diese geilen AIDS-Partys, die verlieren dann den Reiz, da bringt einer so einen Hund mit. Oh, und dann wissen alle, wer es ist. Ja, oh, Stief wieder. Ey. Der HIV-Bau. Das habe ich jetzt verwechselt. Peter ist der AIDS-Partys. Aber Peter wirkt so jung durch seine Behinderung, ne? Ja. Behinderung macht jung. Der wirkt wie 18, so irgendwie. Ja. So ein bisschen. Aber er ist, weil der so 38. dumm ist. Genau. So, da haben wir jetzt auch Behinderte beleidigt. Da können wir doch mit dem Brennpunkt perfekt anfangen, oder? Absolut. Willkommen zum Brennpunkt Internet Folge 78? 78? Wir haben bald wieder Special. Das stimmt. Ja, Staffelfinale. Peter, Krüppel to go. Du bist natürlich ganz klug. Außer, wenn du nicht zu deinem Bruder zum Geburtstag kommst. Das ist natürlich auch klug, weil es ist ja Corona, ne? Und das Peter stimmt, und Risikogruppe und so. Liebe Grüße, lieber Peter, gehen raus nach Berlin oder so, wo der, keine Ahnung, wo der so ist, bestimmt. Eher Köln, aber ach, ja. Köln, okay. Für mich sind immer alle Leute, die du so einlädst, aus Berliner. Berlin irgendwie, ja. Ja, die kommen hier immer rein, ich David bin ein Hein, Berliner. Aus Berlin. Die kommen hier immer rein, sagen, ich bin ein Berliner, und dann werden sie in den Kopf geschossen. Ja. Willkommen in Weimar. Ne? Ja, liebe Leute, na? Willkommen in Weimar haben wir auch leider zu dem einen oder anderen Bayern sagen müssen. Und deswegen haben wir jetzt wieder mehr Corona-Fälle hier. Nur toll. Die Ausländer, weißt du? Die Ausländer. Es ist ja nicht nur Ausland, es ist halt zu allem Übel auch wirklich Bayern einfach gewesen. Es ist Ausland. Ja. Das war der Gag gerade. Naja, klar, aber nicht nur irgendein Ausland. Ach es gibt so, ja viele. Ah, ja. Es gibt ja viele schlimme Ausländer. So, also Afghanistan ist ganz schlimm und Marokko. Marokko und Tunesien, die kommen ja her, wo wir Urlaub machen. Und die guten Ausländer, das sind die Weißen quasi. Genau, naja, ja. Doch schon. Manche Gelbe finde ich ja auch ganz gut. Ich war ja schon mal in Japan. Ja, du vielleicht. Hm. Aber die waren doch mit uns verbündet. Das ist doch immer so ein Ding, was man so die Japaner betont. Japaner zumindest, stimmt. Ja. Die Chinesen nicht so, aber die Japaner waren auf unserer Seite. Liebe ja. Grüße nach Japan. Das merken wir uns und wir... Ihr habt doch ein Gut bei uns. Genau. Wenn ihr mal irgendwie einen Weltkrieg anfangt, zählt auf uns. Wir stehen hinter euch. Nice. Die waren übrigens auch gut dabei. Kennst du diese Geschichte von der Unit, weiß ich nicht, 37 oder sowas? Und so ja, Zeit? Ja, das war doch dieses Ding mit Pokémon auch. Ne? Das ist, was? Doch, da gab es auch so eine Verschwörungstheorie. Oder war das nur eine Creepypasta? Dass irgendwie aus dieser Unit auch so Anspielungen im Spiel versteckt werden. Aber... Ach so, das ob kann das sein, aber die Unit ist vor dem Zweiten Weltkrieg, ne? Genau, ja. Die auch so Experimente gemacht hat, irgendwie gibt es auch einen Film drüber. Ich weiß nicht, ob der Film völlig akkurat ist, aber in dem Film werden zum Beispiel irgendwie Arme gefrostet und dann zerschlagen und so ein Scheiß. Kommt hin, ich habe mich viel belesen, auch über Foltermethoden die letzten Tage. Ja. Für ein für dein Tinder-Date. Genau, das auch. Und da habe ich Sachen gesehen und gelesen, wo ich dachte, ah, das später. Das muss ich ausprobieren. Das eine ist ja, einen Menschen irgendwie hinrichten zu wollen, ja. Ja. Und das andere, ihn so massiv zu misshandeln. Genau, das war ein Interview zu einer Frau, die ist entführt worden von irgendeiner Pädophilien-Sekte, als sie 5 Jahre alt war. Hm. Und ist da gequält worden. Und sie hat mal errechnet, sie wurde über 1000 Stunden vergewaltigt in ihrem Leben. 1000 Stunden. Und dann wurde sie 12 und da war sie nicht mehr zu gebrauchen, weil sie dann Brüste bekommen hat und eine Frau wurde. Ekelhaft. Da kam sie auf so eine Schlachtbank quasi, die schon Blutflecken hatte, so dunkelrote Blutflecken. Sie wusste gleich, es ist vorbei. Und dann kam aber irgendwie einer von den Pedoringen. Genau, also erst wurde sie gequält, 2 Tage lang am Stück. Und danach kam einer von Pedoringen, der sie mochte, hat sie freigelassen, hat ihr eine neue Wohnung. Die haben die doch gequält, um das Adrenochrom daraus zu saugen, oder? Das weiß ich nicht. Hm. Und das war auch der Punkt, ich wollte deswegen recherchieren und dann kam ich auf dieses Interview und die war in einem echten belgischen Pornoring. Also das war jetzt auch keine Verschwörungstheorie, die war wirklich in so einem Ding. Das klingt wie so eine Delikatesse, Alter, ein echter belgischer Pornoring. Pedoring. Pedoring. Genau, und die ist halt echt abend dran gewesen und das war übelst krass, dass sie da wurden ihr Fingernägel raus. Schön, dass du dieses Resümee nochmal ziehst. Die ist halt echt arm dran gewesen. Oh Mann, Alter. Lieber arm dran als aber, arm ab. Aber wer ist die denn? Das ist doch dann bestimmt ein bekannter Fall, oder? Ja, die hat auch ein Buch geschrieben und die gibt auch irgendwelche Interviews und Vorträge und so. Ich habe jetzt ihren Namen nicht aufgeschrieben, das habe ich mir nicht vorbereitet jetzt. Oh, toll. Da kann man toll finden, irgendwie Ungarn, Pornoring. Echter belgischer Pornoring. Genau. Pedoring. Richtig. Ja. Ich hätte gern einen Gola und einen echten belgischen Pornoring. Hm.
Ja, also ich habe mir mal so einen Fall genau angeguckt, weil ich das faszinierend fand. Da gab es eine Band, die auch relativ gute Musik gemacht hat und die waren erfolgreiche Rockstars. Sagt mir jetzt leider nicht mehr der Name, Alter, irgendwas Black irgendwas oder sowas. Ich glaube, ich verwechsel die dann aber mit den Leuten, die im Bataclan gerade gespielt haben, als das da eskaliert ist. Das waren Eagles of Death Metal. Ja, aber... Die scheiße sind. Ja. Ja. Die haben Schuss nicht gehört. Ja. Gott. Oder zu viele. wie hießen die denn, Mann? Auch irgend sowas mit Eagles oder Black oder so, deswegen verwechsel ich es. Egal. Eagles of Black Metal vielleicht heißen die, nicht Death Metal, Black Metal. Ja, irgend sowas in die Richtung. Ich kann ja mal kurz googeln. Auf jeden Fall hatte da der Frontsänger auch so einen richtigen kleinen Ring am Laufen und hat sich von Fans halt teilweise irgendwie neugeborene Kinder zuschicken lassen und so. Also eine Ex von mir war übelst Fan von denen. Ich musste die auch immer hören, die Band. Aber wie hießen die denn? Ich dachte irgendwas mit Lost im Namen oder so, aber... Ja, Lost Prophets, oder? Lost Prophets, genau, ja, was genau. Ist das? Genau, Lost also Prophets, nicht ganz, Alter. Nicht ganz Eagles und Metal, ja. Aber ungefähr. Genau, da hat sie noch irgendwie mir dann noch damals SMS geschrieben. Aber wie kann das so ein Ach, Schwein sein? Alter, Moment, das ist ja... Ist das das? Nee. Weil Gary Glitter ist jetzt hier auch, aber das ist nicht der gleiche. Oder? Das ist nicht der, das ist ein Solo-Künstler wahrscheinlich, weil Gary Glitter, das war ja ein Skandal bei dem Joker-Film. Der Sänger, ne? Ach so. Beim Joker-Film haben die einen Song von ihm verwendet, da haben dann alle gesagt, das kannst du nicht machen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das überschneidet sich nicht. Also der Lost Prophets-Dings heißt, der ist ja im Klass, Lee Gaze? Nee. Warte, Bandman war's. Der darf nicht Gaze heißen, der muss Pedophile heißen. Lee Gaze, ja, stimmt. Ian Watkins war das doch, glaube ich. Ich glaube, Ian Watkins war das. Steht hier gerade irgendwie nicht. Was ist denn das für ein schlechter Wiki-Artikel? Das ist ja nicht mal... Auf jeden Fall gibt es da halt übelst hart viel vom Gericht noch diese Transkripte und so. Und da habe ich mich mal ein bisschen reingelesen, weil das in irgendeinem Reddit, Ask Reddit oder so, härteste Bla-Fall oder so... Und das ist schon echt harter Shit so. Wenn dann die Fans sagen, Alter, ich vergötter den so hart, ich gebe dem hier mein neugeborenes Kind und so. Wo trifft man ihn hier eigentlich gerade schon wieder ab? Ist die Woche wirklich so wenig passiert, dass wir schon wieder die Kinder aus der Müllhalde vorgraben müssen? Nee, Pädophilie ist ja auch immer aktuell, das Thema. Das ist ein Evergreen, der geht einfach immer. Leider, ja. Muss man so sagen. Aber liebe Grüße gehen raus an den Sänger von Lost Prophets. Ja. Hoffentlich geht's dir gut im Gefängnis und du wirst nicht von irgendwelchen Mithäftlingen misshandelt. Weil wir sind ja rechtsstaatliche Menschen und Demokraten. Wir wollen ja nicht, dass das Menschen Leid angetan wird. Ja. Egal wen. Meine Meinung. Außer irgendwelche Bayern, die nach Weimar kommen, um hier ihre hässlichen Hustattacken zu verteilen. Da kenne ich keine Gnade, tatsächlich. Ja. Kopf ab. Meine Kopf aktuellen ab, Medikamente setzen mein Immunsystem so ein bisschen aus. Also muss ich da ein bisschen aufpassen. Ich halte jetzt ein bisschen Abstand von den Leuten. Du bist ja auch Risikogruppe, ne? So ein bisschen. Ja, aber, also ich habe es schon angedeutet, diese Woche ist aus meiner Sicht nicht so viel Krasses passiert. Ich weiß nicht, was du geht hast, so, was vielleicht an mir so vorbeigegangen ist. Ja. Aber, also diese Woche, ich habe mich so fett gefressen, Tino. Ich weiß nicht, ob du noch eine Empfehlung hast, was ich essen muss, jetzt, da ich nach 10 Jahren endlich mal wieder wirklich schmecken kann. Erstens bist du auch jetzt ein Jahr älter geworden, hattest ja auch Geburtstag, da gab es bestimmt ganz viel Kuchen und ganz viel ungesundes Zeug. Und eine Melone gab es ja auch. Eine sehr süße sogar. Und du konntest schmecken. Ja. Das finde ich übelst krass. Ja. Es ist halt wirklich... Erzähl mir. Nach meiner letzten Operation war es nicht so, dass ich halt direkt rieche. Also konnte ich jetzt auch nicht direkt, aber... Warte, der Stream... Das war, glaube ich, mein letzter Stream aus dem Krankenhaus oder mein vorletzter. Also sprich so ab dem 20. 5 Tage nach der OP habe ich das erste Mal so einen kleinen Impuls von Geruch gehabt. Und jetzt die letzten 5 Tage so seit meinem Geburtstag ungefähr durchgehend. Und das ist schon... Also das ist schon... Was ganz anderes, Tino. Wisst ihr gar nicht zu schätzen, Leute. Fresst mal was. Und seitdem hast du ganz viel gegessen, um Sachen einfach schmecken zu können. Ich hab halt auch Dinge gefressen, die ich ewig nicht mehr gekauft habe oder so. Nutella, ja. Guilty Pleasure. Moin. Hola. Guilty Pleasure Nutella. Ja. Nutella, das ist halt die eine Sache, wo ich sage, da ist die Marke wirklich vielleicht ein bisschen entscheidend. Obwohl ich Nutella eigentlich nicht geil finde und also, ne, auch teuer und so. Und, aber ich muss sagen, das schmeckt mir nicht mehr so gut, seitdem die Rezeptur geändert haben. Das ist, haben ist die? Vor einigen Jahren, das muss schon fast jetzt 10 Jahre her sein, oder 5 Jahre her sein, da haben die irgendwie mehr Zucker und mehr Milch reingemacht und weniger Kakao. Seitdem schmeckt es ein bisschen, naja, weiß nicht, zu süß und zu zuckrig. Ist mir nicht aufgefallen, aber es ist einfach, Alter, Pizza, wie geil Pizza ist. Ja,
Alter. Das musst du mir nicht sagen. Wie geil. Das ist halt auch so ein Ding, Alter. Ich war bei Subway. Habe ich gesehen, ja. Ich war, also, ne, Subway, das kannst du nicht guten Gewissens. Das ist einfach viel zu teuer. Aber weißt du, es war mein Geburtstag. Da dachte ich mir, komm. Aber nach 10 Jahren. Ich finde es preislich eigentlich ganz okay bei Subway. Veggie Delight 30 cm für 6 Euro, Alter. 5,80 Euro. Du kriegst halt so eine Dönerrolle für 3 oder 3,50 so, wo ähnliches Zeug drin ist. Halt nur Kraut. Bei Subway hast du noch so voll Zeugs drauf, so Käse oder irgendwie. Mein Fazit ist einfach, ist geil, ist alles geil, ist alles geil. Selbst Möhre, Alter. Gestern habe ich mir schön Reis mit Curry gemacht, Alter. Curry ist auch so geil. Curry. Egal. Was auch geil ist, jetzt kam heute noch eine Nachricht, wo jemand meinte, dass ich recht hätte mit Lindt-Schokolade. Dass sie die beste Schokolade ist. Ja, das würde meine Oma auch sagen, aber trotzdem ist es halt einfach teuer. Und erst da kam mir die Idee, erstens, warum hörst du so spät den Podcast erst? Weil es kam erst heute die Nachricht zum Freitag. Und zweitens, kannst du doch gar nicht schmecken. Hast du denn die Expertise, dass Lindt besser ist als Milka oder halt nicht besser ist als Milka? Ich weiß nicht, ob ich das Geld ausgeben will, nur um dir zu beweisen, dass Lindt nicht so gut ist. Aber das Zeug hier gerade, warte mal. Wenn ich das schon sehe, Alter, Sprüngli, 8,33 Euro. Das ist ja auch so Oma-Zeug. Ich meine, das andere, weißt du, das rote hier, das hier, diese Kugeln da, Lindt-Kugeln, die sind so fucking lecker, ey. Ohne Spaß. Ja, meine Oma hat sich auch gefreut, als ich gesagt habe, ich schmecke. Die wird mir jetzt bestimmt irgendwie was. Meine Oma ist halt immer diejenige, die mit Lindt ankommt, weißt du? Es ist schon eine bevorzugte Oma-Marke, das stimmt schon. Die kenne ich hier. Aber Omas haben ja auch Erfahrung. Ja, aber nee, bei meiner Oma ist das halt wirklich so ein Prestige-Ding, weißt du? Die war immer. Es ist halt wirklich so. Die hat ja viel Geld verdient mit Vertreterei. Und da musst du halt auch mit den Kunden, da musst du halt mit Geschenken ankommen mal, um die um den Finger zu wickeln. Und da nimmt man halt das hochwertige Gänsefüßchen. Es schmeckt zumindest hochwertig. Ja. Meine Meinung. Egal. Sind wir Brennpunkt Essen oder was? Oder Brennpunkt Pädophilenringe. Ja. Leute, die Woche, neuer Rekord. Ich wollte es eingehend mal erwähnen, denn wir sind ja wirklich der Brennpunkt. Es brennt immer. Es gibt einen neuen Brennpunkt, ein neuer Rekord. Ach so, ich dachte, einen neuen Podcast, auch so heißt. Nee, Bagdad hat 51,8 Grad geschafft. Holy fuck. Das ist nicht schlecht, oder? Und im Zuge dessen, da wollte ich mal drauf aufmerksam machen, das ist nämlich richtig interessant, das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Es gibt auch das Phänomen, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es in Deutsch heißt, irgendwie so ein bla bla Punkt, Wet Bulb heißt es im Englischen, abgeleitet von diesem kleinen Knubbel, der da unten am Thermometer dran ist, der quasi verdunsten muss, muss Verdunstung stattfinden, damit das funktioniert. So, daher ist das abgeleitet. Und wenn die Luftfeuchtigkeit bei 100% ist, dann kann der Mensch nicht mehr durch Schweiß sich regeln. Das heißt, wenn die Luftfeuchtigkeit bei 35 Grad, so ab dem Punkt, was ja so ein bisschen natürliche Temperatur des Körpers ist, bei 100% ist, dann verreckst du, wenn du im Schatten sitzt. Oh. Und das ist eine Sache, die hat man gar nicht so auf dem Schirm. Aber sind da Menschen gestorben in Bagdad? Nee, das ist da noch nicht passiert. Das waren ja auch 51,8 und ein bisschen trockene Hitze. Aber das ist halt so ein Phänomen, was auch auf uns zukommt. Also das gibt es in Bangladesch. Wir erleben das nicht mehr. Vielleicht überleben wir es nicht mehr. Aber in Bangladesch zum Beispiel ist so ein Hotspot, wo das halt sehr große Gefahr ist, aufgrund der Wetterbedingungen und so. Aber es ist einfach so eine Sache, die hat man nicht so auf dem Schirm. Luftfeuchtigkeit. Und es war noch einfach nie tot. So heiß dort. Ja, wie es war noch nie 51,8 Grad, Alter. Das ist halt wirklich. Kann doch sein. Es ist, also. Back da eine Pizza. Back da eine Pizza, ja. Das ist gut. Ich kenne ja diesen Witz, dass man, wenn ein Araber zum Backshop geht, was sagt er? Oh Gott, Bagdad. Alter. Ja, ich springe jetzt aus dem Fenster und wir kommen zur nächsten Lage. Gott, oh Gott. Ja, aber daran sieht man doch, dass die Erderwärmung auch echt ist. Es gibt wirklich Orte, an denen es heißer wird. Es wird ja auch nicht kälter insgesamt, es wird ja echt heißer. Na, aber Tino, es hat doch vorgestern mal geregnet. Ach, du hast recht, alles gut. Alles klar. Ich zieh zurück. Ja, also, wir haben letzte Woche berichtet über Knossi. Ah ja, der hatte so ein richtig geiles Angel Camp, ja. Der wurde jetzt angezeigt. Wegen Tierquälerei. Okay. Was ist passiert? War er nicht angeln irgendwie mit irgendwelchen
Influencer. Ja, was ist passiert, Tino? A. A. Es wurde ein Hund da die ganze Zeit mit gefilmt und das ist nicht gut gewesen, was da passiert ist. B. Tanzverbot hat mit seinem Gesang die ganze örtliche Fauna zerstört. Ja. Oder C, die haben die Fische wieder reingeworfen. Das ist alles drei sehr hart. Aber machen das nicht viele, dass die irgendwie, also ich tippe mal auf das dritte. Ist richtig. Dass viele Menschen Sportangeln machen. Ja. Und deswegen denn die Fische, nachdem sie gefangen haben, wieder ins Wasser werfen. Ja. Und ich dachte mal, das wäre die tierfreundliche Variante. Angeln ist immer scheiße, glaube ich, weil die ja irgendwie an diesen Haken reinbeißen, das tut voll weh und dann können die auch daran sterben, glaube ich. Das hast du selber noch gar nicht überprüft. Nö. Das kannst du nicht wissen. Ich war gar nicht angeln bisher. Ich habe es nur gelesen, dass es den Tieren wehtun soll. Aber dass das Tierquälerei ist, wusste ich gar nicht. Aber finde ich auch nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob das offiziell verboten ist oder ob da halt jemand sich einfach echauffiert hat, weil das öffentlich dargestellt wird. Und ehrlich gesagt ist es mir auch scheißegal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie nicht die feine englische Art ist, ein Tier zu jagen und dann aber halt ne dieses nur was du wirklich brauchst. So. Also wenn du jetzt irgendwie 20 Schafe tötest aus Spaß. Und dann 9 da einfach liegen lässt, ist vielleicht auch jetzt nicht so elegant. Schießt dem Reh in den Kopf und lass es dann da liegen. Ach, ich lass es da leben. Ich gehe jetzt. Ja. Kann sein. Ja, so. Aber es ist, glaube ich, nicht illegal. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde es scheiße, dass man das macht, dass man angelt und die dann nicht isst. Aber es ist nicht verboten. Das sagst du jetzt einfach. Google mal. Ich mache jetzt einmal Knossi-Anzeige. Anzeige ist raus, rein. Peter mit Anzeige gegen Twitch-Streamer wegen Angelcamp. Das klang nach Peter, ja. Ja, nach Angelcamp-Erfolg. Bekommen Strafanzeige. Tja. Das waren doch voll viele, dachte ich eigentlich. Ich sag mal so, wie es ist. Das wäre nicht passiert, hätten die was Cooles gemacht statt einem Drecks-Angelcamp. Basketball spielen. Oder Peter bemängelt den Umgang der beiden Künstler mit den Fischen. Künstler. Zieht der harmlose Twitch-Spaß jetzt rechtliche Konsequenzen nach sich? Konsequenzen. Twitch-Spaß. Wer streamt schon auf Twitch? Ja, also nur Idioten. Bullshit. Selbstvermarktung Tiere. Hier. Jemand, der zur Selbstvermarktung Tiere quält, mit einer Anzeige zu rechnen hat. Tja. Ja, also ich bin ja auch so ein Tierschützer und finde es ja cool so, dass es sowas gibt, aber das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass ausgerechnet jetzt eher wegen sowas irgendwie angezeigt wird. Es gibt doch viel schlimmere Sachen und Sachen irgendwie, die häufiger passieren. Also ich finde es immer noch gut, das sollen die auch gerne machen, aber es wundert mich nur ein bisschen, dass es ausgerechnet jetzt rausgeholt wird. Weil es Knossi ist vielleicht. Vielleicht, ja. Und er hat die Peter will sich da hochziehen. Die wollen Cross-Promo. Was haben die 20.000? Knossi hatte gestern 20.000 Zuschauer bei Twitch. Das findest du viel? Ja. 20.000? Ich dachte, das wäre irgendwie... Weißt du, wie viel das Angelcamp hatte zum höchsten Punkt? Hast du erzählt, glaube ich. 310.000. Krank. Also 20.000 ist da noch echt wenig, gerade jetzt, nachdem dieses Camp erst war. Ich fand es halt so wahnsinnig. Ich habe halt so meine Abonnements durchgeschaut und der größte... Da war da plötzlich Knossi drin. Nee, da hast du ja erstmal einen Penis abgeschnitten vor Ekel. Was habe ich denn hier getan? Nicht ganz, weil links oben sind ja meine, die ich abonniert habe. Ach, die empfohlenen. Und links unten dann empfohlen. Und den meisten, den ich hatte, war irgendwie bei 1.000 oder so. Und unten war dann irgendwie Knossi mit 20.000. Alter. Oh mein Gott. Tino, was hast du deinem Algorithmus gefüttert, dass der dir Knossi vorschlägt? Weiß ich nicht. Ekelhaft. Ich habe, glaube ich, KuchenTV abonniert aus Versehen. Das kann sein. Dass es davon kommt. Und Robin aus der Rafu. Ist ja auch so ein Assi-Twitcher. Ich muss den Knossi, glaube ich, echt mal noch ein bisschen parodieren. Mach das mal. Merkt man, dass die Woche nicht so viel passiert ist, dass wir so lange über so einen komischen Typen reden? Doch, ich hab schon noch ein paar. Ja, Sachen. Ich habe ja auch was, Tino, guck mal. Also die größte Nachricht, ja, diese ganze Woche auf Reddit, der Top-Post der Woche. Arnold Schwarzenegger hat jetzt einen Hund. Ja, also, wird eine absolute 10, Alter. Es war halt einfach ein Foto von, also es ist natürlich cool, dass so jemand wie Arnold Schwarzenegger einen privaten Reddit-Account nutzt und dann da Fotos postet, aber also schwache Woche, muss ich sagen. Es wäre vielleicht krass, wenn er einen Hund hätte, einen schwarzen, der so einen weißen Hitlerbart hat. Der ist tatsächlich schwarz-weiß. Und ihn dann Adolf nennen würde, das wäre lustig. Das wäre dann eine Nachricht wert, ja.
Warte, ich guck mal, ob ich das Foto finde. Das ist ein ganz süßer Hund, ja, so ist es nicht. Aber es ist halt der Top-Post der Woche. Also in der Nee, Woche es müsste eine Katze ist sein. in Amerika sehr viel passiert. Guck hier, süß. The Governor. Ja, der ist schon putzig, aber also, ja, ich bin eher so Katzenfan. Katzencontent, da riechst du mich viel Der mehr mit. Arnold ist schon putzig, das sagst du Ja, der richtig. auch. Der kleine Ja, Ani. der Arnie ist schon ein guter Mann, da kann man nicht sagen, aber Schauspielerisch jetzt zu so mittelmäßig, aber er ist sympathisch. mach das erstmal, was der, wär du jetzt erstmal hier Bodybuilder, ja? Das stimmt. Da Ich können wir arbeite ja dran, weiterreden. wie man sieht. So, das war doch ganz toll. Ich habe halt noch relativ viel zu Amerika, das würde ich wieder nach hinten Sehr verschieben. gerne, ich habe noch ein paar deutsche Themen. Ja, mach mal, Alter, ja, das, was war das, das Spurende oder so? Das ist auch ein Ding, genau, was ich Ganz so großer Skandal diese lustig Woche. fand. Ein AfDler hat einen Artikel gepostet, wo mit der Überschrift: Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle. Aber er muss gelesen haben: Frau übersieht Fahrspurende, Oder Fahrspurende, Fahrspurende. Fahrspurende, stimmt, und fährt in Baustelle. Und dachte, dass die Menschen bei der Zeitung die Fahrspur gegendert hätten. Ja. Mit Fahrspurende. So wie ich es Fahrspurende. gesehen habe, hat er es dann noch so gedreht, als wäre das ein absichtlicher Das PR-Stunt machen die gewesen. immer so. Die Ja. machen Dummheiten, teilen Postillon-Artikel und regen sich auf und dann, ach, war nur Satire. Vollidiot. Ja, also. Und der Hashtag Genderwahnsinn. Genderwahnsinn. Ach so, ja, das hatte ich noch gesehen. Aber, also, ich finde es halt genauso dumm, da so ein Riesenfass draus zu machen. Sehe ich auch so. Also, ich weiß nicht, man hat ihm wahrscheinlich in dem Moment auch mehr eine Bühne gegeben. Naja, er wurde schon der Lächerlichkeit preisgegeben. Ich fand das schon angemessen. Man sollte, finde ich, Aber der. AfDler Ich immer weiß nicht. an den Karren pissen. Wenn man irgendwas sieht, was sie posten, teilen, twittern, und da ist Quatsch dabei, dann sollte man das auch zeigen und sagen, finde ich. Aber auch bei anderen. Auch bei Merkel auch. Aber weißt du, was ich meine? Wenn du. Also, es war halt klar, man hat sich lustig gemacht, aber trotzdem ist da ja sehr viel Energie reingeflossen. Und wenn du das bei solchen Sachen machst, dann hat das vielleicht weniger Wert bei Sachen, wo es mehr zählt. Das ist so mein Ansatz. Das kann man immer sagen. Ja, hab ich gerade. Naja, weißt du, was ich meine so? Wenn dann halt wirklich. Nimm doch einfach Amerika als Beispiel so. Das ist halt das Musterbeispiel für der Frosch im sich erhitzenden Glas so, weil die Grenze immer weiter nach hinten verschoben wird. Ja, genau. Und weißt du, irgendwann passiert dann halt was wirklich Skandalöses und die Leute denken sich, ja, haha, ist wieder so ein Spurenende-Ding. Aber du musst doch auch mal die Grenzen auch mal aufzeigen, was man denn mit sowas tut, dass man halt Na, sagt, das das ist ja kann man das doch Ding, nicht sagen. es ist ja keine Grenze in dem Fall. Klar, der war Nein, in dem dumm, Fall aber nicht, es ist ja ja. nichts Skandalöses oder so, was der jetzt hier. Aber wenn du die ganzen Dummheiten, die die AfD-Politiker machen, ignorierst, dann glauben ja die Menschen, die Wähler, dass coole Leute sind, ja, die schlauer sind. Aber du musst denen nochmal zeigen, da ist wieder ein Fail. Weißt du, die sind zu nichts fähig, aber sitzen am Bundestag und kassieren da Geld dafür. Mein Geld, mein Steuergeld. Stimmt, da hört's auf. Ja, wenn es ans Geld geht, dann ist Ende. Wie bei der GEZ. Deswegen, ich zahle nicht so viele Steuern, deswegen bin ich da wahrscheinlich Das weniger stimmt. betroffen. Ich dachte, Selbstständige zahlen gerade viel Geld. Naja, nicht, wenn sie an der Armutsgrenze leben. Ach so. Kauft einen Brennpunkt-Hörerwunsch. Oder zwei. Was viel wichtiger war, es war ein Riesenskandal. Also es ist für mich der virale Hitler der Woche. Und zwar Otto der Film. Hast Oh ja, du ihn gesehen, den Film? aber hat es das nicht sogar letzte Woche schon angesprochen? Warte mal, ich muss kurz gucken. Also, Ich guck mal. oder wir hatten so, du hattest mir, glaube ich, danach geschickt. Das kann Wir sein. hatten das besprochen, Du privat, aber hast mir auf nicht. jeden Fall eine Szene oder so geschickt. Ich habe das auch angeguckt. Ja. Kann an diesem Punkt die Analyse von Wolfgang M. Schmidt empfehlen, den ich normalerweise auch ein bisschen too much finde, ein bisschen prätentiös. Der nimmt halt so Filme sehr wissenschaftlich auseinander, aber. Prätentiös, hast neue Worte gelernt. Neues Wort, ja, auf jeden Fall. Nee, also das ist halt wirklich. Ja, weißt du, es ist schon ein cooler Typ, aber manchmal ein bisschen zu dick Aber aufgetragen. zur Erklärung, also es gab ja Otto den Film in den 80er Jahren. Ja. Und da gibt es halt eine Szene, wo Otto eine Frau um Geld betrügen will, weil er halt dringend Geld braucht. Ja. Da läuft halt ein schwarzhäutiger Mann rum, Schwarz. ein schwarzer Mann, und spricht ihn halt mit Neger an. Du Neger? Und er, ja, und du?
Dann zieht Otto seine Strümpfe aus und sagt, ich auch schwarze Füße, bin auch Neger, wir sind jetzt Freunde. Hm. Dann ziehen die dann so einen Coup durch, wie sie halt eine Frau verarschen und ihn als Sklaven verkaufen, sozusagen. Ja. Und sagen, Sklaverei ist noch 2 Tage erlaubt. Genau, sozusagen. Und dann heißt er dann Herr Bimbo, also er wird so von der Frau genannt, die ihn kauft und so, und immer fällt das Wort Neger und so. Und das wird halt jetzt gerade gecancelt, weil der Film wieder ins Kino sollte. Und deswegen regen sich jetzt alle auf, man kann das auch nicht machen, das musst du ab 18 machen, den Film, oder zensieren, oder wie auch immer. Rassismus ist ab 18. Vermutlich. Und da habe ich gedacht, naja, irgendwie verstehe ich den Ansatz. Nein. Aber es ist doch, erstens waren das die 80er Jahre. Nein, ganz falsch. Nein, das ist alles Quatsch. Nein, also wirklich. Die größte Message dabei ist einfach, nur weil etwas Rassismus zeigt, ist es nicht rassistisch. So. So, das ist der größte Punkt. Und es zeigt nicht Rassismus von Otto, sondern maximal von der Frau. Und die Frau ist ja nicht die, die gut dasteht. Die wird ja abgezogen. Ja. Der Schwarze und Otto sind ja auf einer Ebene sozusagen. Aber die Frau ist unten drunter. So. Und sie sagt so, oh ja, es ist ja noch 2 Tage erlaubt, Sklaven zu halten. Also gehe ich mal von der Moral weg, das einfach nicht zu tun, weil es erlaubt ist, mache ich das. Das ist ja genau das. Das ist auch perfekt kritisiert so. Also, ja. Also wenn man wirklich sagt, der Film ist rassistisch, dann ist man einfach dumm. Das kann man sagen wie bei Little Britain. Ja, die halten ja auch eher einen Spiegel vor, wenn sie irgendwelche rassistischen Ressentiments, ja. Ressentiments aufgreifen, dass sie eigentlich Spiegel vorhalten und das nicht so meinen und nicht sagen, wir werten jetzt irgendwie Menschen ab. Ja, alleine diese weibliche Figur, die da immer dargestellt wird, ja, nein, aber ja, aber nein, ist das nee, die? Nee, das ist die, das die? Ich weiß nicht, wie die heißt, aber es ist so eine schwarze, ganz dicke. Ja, nee, ich meine, aber jetzt als anderes Beispiel, so. diese Dumme, wenn man die darstellt. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Ist doch nein. Die, oder? Genau. Wenn man die, Vicky Pollard heißt die. Genau. Wenn man die darstellt, dann sagt man doch nicht, guck mal, das ist gut. Ja. So, und genau das Gleiche ist ja, wenn du da irgendwie jemanden mit Blackfacing darstellst, sagen die auch nicht, guck mal, das ist gut. Es ist verworren. Also ich bin auch dagegen, dass man Ottos Film zensiert. Ich finde es Quatsch. Der Film ist ganz witzig. Es ist sehr erfolgreich. Das finde ich übrigens nicht. Echt? Ja, also, ja, es kann sein, dass ich ihn früher auch witziger fand. Ich habe jetzt noch ein paar Szenen gesehen und finde ich nicht witzig, aber also... Er kommt die Szene, wo er die alte Frau zum Schlafen bringt mit diesem Schaflied. Das sagt mir gerade nichts. Übelst witzig. Okay. Weil er singt halt immer ein Lied vor, bis sie einschläft, die Frau. Und immer wenn er sie sieht, oder immer wenn sie den Namen Harald hört, dann muss sie einschlafen im Film. Das ist voll witzig. Das klingt schon auf Papier richtig dumm. Warum? Aber nee, okay. Morgen. Nee, er singt halt irgendwie immer so Harald. Und dann am Ende ist es halt so... Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Doch, das Alter. Ist so wie, das erste Schaf hieß so, lalala. Wenn das letzte Schaf hieß Harald, dann ist er eingeschlafen in dem Film. So. Und das dann, ist so unwitzig, ich glaub's nicht. Und dann ist es am Ende des Films so, dass sie halt irgendwie ihren Schwiegersohn im Flugzeug irgendwie trifft und dann sagt er, ich heiße gar nicht Francesco, ich heiße eigentlich... Wie heißt du denn eigentlich? Ich heiße Harald. Und dann schläft sie ein. Das ist voll witzig. Herr Rodes, wenn du gerade zuhörst, schreib mal in die Kommentare, ob das witzig klingt. Es kann natürlich sein, dass es wirklich witzig ist, wenn man es sieht. So. Seitdem Herr Rodes Helge Schneider gedisst hat, ja, und ihn nicht lustig findet, ist für mich Herr Rodes nicht mehr das Maß allen Humors. Hm. Nicht mehr wie früher. Okay. Er hat sein Gesicht für mich völlig verloren. Sein Humorgesicht. Okay. Wer Helge Schneider nicht lustig findet, der hat keinen Humor. Der ist einfach, der hat eine schwarze Seele. Okay. Eine ganz schwarze Seele. Oder gar keine. Aber ich bestelle mir eine Freundin ich bestell mir eine Freundin auf eBay, ist Peak Humor, oder was ist das? Sein neuester Song, oder hast du ihn noch nicht gehört? Von wem? Von Helge Schneider. Der macht doch aus der Quarantäne Songs jetzt. Ja, genau. Ich bestell mir eine Freundin auf eBay. Chicky Chaka, Chucky Chaka, haha, lol. Ich kenne nur, ich verkaufe mein Herz auf eBay. Das oder so, gehört. Was weiß ich. Ich das ist was ganz anderes, ja? Er kauft keine Frau auf eBay, er verkauft sein Herz auf eBay. Das ist ja, doch viel lustiger. So. Es ist ein Brüller. Das ist schon witzig. Es ist ein richtiger Brüller. Ist es auch. So. Ja, okay. Shit, Mann. Oh, es ist ja alles so viel. Ach so, oh, nee, ist auch Amerika, Mann. Ich habe so viel Amerika. Ja, Weimar, können wir noch ganz kurz sagen, ist der neue Corona-Hotspot. Wir haben noch angegeben im letzten Podcast oder im vorletzten, dass wir... Wir haben richtig angegeben. Edge Badge, wir haben Corona. Nee, wir haben null Fälle, im Gegenteil. Ja. Wir haben voll angegeben, jetzt sind wir der Hotspot. Ja. Und ich kenne sogar Schöndorf, dachte ich. Ich dachte, in Schöndorf gibt es Probleme. Ich glaube auch. Deswegen kommt MCM ja nicht ins Haus.
Tut mir leid. Der ist sonst jeden Tag hier, ne? Der geht hier ein und aus, wie er Bock hat. Und ich kenne auch einen, der sogar in Quarantäne musste, tatsächlich. Aha. Ja, aber ich habe ihn nicht getroffen, persönlich. Also okay. Lange nicht mehr. Okay. Ich habe noch was Gutes. Ich habe was richtig Gutes. Wir hatten ja jetzt in den letzten, ich glaube, 4 Wochen ungefähr hier öfter kleine Problemchen mit Fettshaming. Ja? Ja, ein bisschen. Jetzt haben wir einen mächtigen Mann auf unserer Seite. Boris Johnson hat gesagt... Der ist ja auch fett. Richtig. Kann man so sagen. Er selber sagt es nämlich auch so. I was too fat, sagt er wortwörtlich. Aha. Prime Minister Boris Johnson says Brits must lose weight to fight coronavirus. Oh. Das heißt, nehmt bitte ab, dann ist es nicht so gefährlich für euch, euch mit Corona anzustecken. Ja. Weil du mehr Fläche, Fett mehr Fläche ist hast. Ungesund. Ach so, ich dachte, weil du mehr Fläche hast. Dass nee, ich glaube, dass dein Körper ist dann halt einfach nicht so leistungsfähig, weißt du. Oder wenn du in einem Art Beatmungsgerät hängst und da ist so eine 5 Meter Fettschicht auf dir drauf, dann ist das halt schwieriger zu atmen. Und er war ja auch ein Corona-Fall. Und es kann sein, dass er dann gesagt bekam, Herr Johnson, Sie müssten ein paar Kilo abnehmen. Da werden Sie weniger... Ja, so reden wir dann drüben und good old Britain. Das ist ein Arzt, ein Amerikaner, okay. Ja. Und dass er deswegen jetzt sagt, okay, wir müssen alle abnehmen, Leute. Ich wäre fast dran verreckt. Ich dicker alter Mann. Ja. Nehmt ab. Kann ja sein. Also ich finde es gut. Ich finde es gut, dass Boris Johnson uns recht gibt, dass Fettleibigkeit nicht unbedingt die gesündeste Variante ist, durchs Leben zu streifen. Kennst du von Westernhagen den Song Dicke? Nee. Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist eine Quälerei. Das war voll der Shitstorm damals. Hm. Hasst er seine dicken Fans? Also, ne? Ja. Ich sag mal so. Nehmt ab. Nein. Oder zu. Ich wollte doch hier nur mal unterstreichen, dass Adipös nicht die gesündeste Variante ist. Aber auch nicht ganz dünn. Ja, natürlich nicht. Das auch nicht. Also seht nicht aus wie ich, sondern seht ein bisschen mehr aus wie ja, Rob, du bist doch auch... Ich bin, also nee, diese Woche bin ich auf jeden Fall adipös, Alter. Also Scheiße. Diese Woche habe ich so viel gefressen, holy shit, ey. Ich habe aber auch so viele Sachen geschenkt bekommen und so, ne? Oh. Die muss man einfach essen. Ja. Noch eine Uplifting-Sache, wo wir gerade ein bisschen bei Corona-Time sind. Es gibt trainierte Hunde, die in der Lage waren, mit 94%iger Akkuratius? Ich hab halt ja die englische Accuracy. Akkuratite. Fuck, Alter, rip me. Was ist denn das deutsche Wort von Accuracy? Akkurat. Was ist denn das Substantiv? Akkuratizität vielleicht? Akkuratizität. Das klingt richtig falsch. Akkurieren. Akkurierung. Mit 94% Akkurierung. Mein Brain, Alter, einfach zerstört. Akkuratius. Akkuranz. Akkuranz ist gut. Darauf einigen wir uns jetzt. Mit 94%iger Akkuranz haben die Corona-Infektionen riechen können. Und das ist schon hart. Oh. Was heißt wer jetzt? Hunde. Hunde? Ja. Na, ich nicht. So gut nee. Kann ich noch nicht riechen. Aber das ist schon, weißt du? Das ist hart. Das ist besser als jeder Test. Aber können die vielleicht noch viel mehr Sachen riechen, Hunde vielleicht? Ob du HIV hast oder so? Das wäre für meine Arbeit sehr wichtig. Ja. Kann ich so einen HIV-Hund einstellen? Hm. Ein HIV-Bau. Das ist aber gemein, wenn die das können, dann diese geilen AIDS-Partys, die verlieren dann den Reiz. Da bringt einer so einen Hund mit. Oh, dann wissen alle, wer es ist. Ja, oh, Stief wieder. Ey. Der HIV-Bau. Ja, doch. Oh Mann. Doch, doch. Bei der AIDS-Hilfe. Ja, das ist cool. Gut. Das freut mich. Und ich habe auch gelesen, dass man häufiger, also anfälliger wird für Schlaganfälle, nachdem man Corona hatte. Ja, ja, irgendwie, das waren echt krasse Prozentzahlen. Irgendwie 74%, don't quote me on that, aber irgendwie echt hoher Prozentsatz hat hinterher halt Beschwerden wie nach einem Schlaganfall. Sodass doch, irgendwie das Herz ein bisschen Leistung verliert und so. Es ist doch keine Grippe, muss man sagen. Es ist doch ein bisschen härter. Das ist aber, wow. Doch. Ist doch keine Grippe, what? Muss ich so sagen, in aller Entschiedenheit, ja? Ich als Pädagoge. Aber jetzt, wo ich gerade mich hier über meine internationalen Überschriften beschwert habe, kann ich nochmal einen kleinen Zwischenschieben. Mir geht das richtig auf den Sack,
dass du gerade bei internationalen Seiten auch, na gut, international, also Washington Post und sowas, ja, du hast so oft irgendwelche Artikel, da steht dann Video goes viral, bla bla bla, irgendwas passiert. Ja, ja. Und dann gehst du auf diese Seite und dann steht da in 500 Wörtern ausführlich beschrieben, was irgendwie zu sehen ist in einem 10-Sekunden-Clip. Ja, aber nirgends ist dieser scheiß Clip verlinkt, ja. Alter, das geht mir so auf den Sack. Alter Schwede, ey. Ja. Das nochmal dazu, das habe ich so oft jetzt schon gehabt. Die wollen nur Geld, glaube ich, die Werbeanzeigen. Ja, die wollen halt, vermute ich. Aber dann sollen sie es irgendwo unten verlinken oder so. Ganz selten ist dann hinten so ein kleiner Tweet verlinkt. Hm. Aber das war's dann halt auch. Voll sad. Aber ich habe noch eine Sache und zwar, Moment, wo wir stehen, auch eine kleine, naja, es ist nicht ganz uplifting, aber voll lustig. Und zwar ein Pfarrer in New Jersey, er wurde wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Ist das der, den ich... Ich habe auch was. Nee, das ist was anderes. Mach. Aber an Erwachsenen, also nicht Kindermissbrauch. Ach, langweilig. Erwachsenenmissbrauch. Nee, es ist nicht langweilig. Ach so. Es waren nämlich zwei Männer und eine Frau. Und die Begründung war das Härteste. Ich zitiere, mein Penis. Nein. Und zwar hat er nämlich diese Menschen zu Oralverkehr gezwungen. Er hat ihnen eingeblasen, seinen Kunden sozusagen. Mhm. Und die Begründung war, ich wollte ihnen die Dämonen mit einem Blowjob heraussaugen. Nice. Und ich dachte, für diese Ausrede wollte ich ihn voll freisprechen. Naja, also... You got me. Also, die werden ja... Also, ne? Die haben ja keinen Schaden, so. Also, das ist vielleicht nicht ganz so schön, wenn man das nicht will. Aber ist es vielleicht immer noch besser als andersrum. Ja, aber die Menschen haben diesen Mann angezeigt trotzdem, weil sie waren so... Wegen der Lebensberatung bei ihm, weil sie irgendwie Probleme hatten, psychisch, keine Ahnung. Und dann war irgendwie Anweisung... Gehst rein für Lebensberatung, gehst raus mit einem Blowjob. Mist! Oh, da gehe ich öfter hin. Jedes Tinder-Date ever. Oh, das ist so nervig. Jedes Mal endet das mit Sex, ey. Und nee, die Ansage war wohl, legen Sie sich hin, ziehen Sie sich aus. Dann mussten die so Steine irgendwie balancieren auf ihrem Körper. Und dann mussten sie die Augen schließen. Dann hat er quasi mit seinem Mund an ihrem Penis rumgesaugt, hat den Dämonen rausgesaugt. Mhm. Dieses Dämonen raussaugen ist auch in Amerika gerade ein großes Thema, denn Trump hat wieder mal etwas gesagt, wer hätte es gedacht. Und zwar diesmal ist er ganz begeistert von einer Ärztin, die aber auch so ein bisschen dubios ist, die wieder sagt, dieses Hydroxychloroquine bla ist super gut bei Corona, was irgendwie eigentlich schon vom Tisch war, jetzt ist es wieder da. Erklär's mal für die Zuhörer. Naja, ist halt so ein Mittel, was irgendwelche, also ich weiß es nicht, wer das genau nehmen muss, irgendwie Lupus oder so, wer das hat, die nehmen das und dann ist das besser und das soll angeblich auch bei Corona helfen. Das wurde bei ganz vielen Studien schon widerlegt. Jetzt hat er es wieder rausgecremt. gecremt, Alter. Jetzt hat er sich wieder eingecremt mit der Scheiße. Hat es wieder hervorgeholt und eben jene Ärztin sagt halt auch, dass Frauen diverse Probleme haben, weil sie im Schlaf von Dämonen vergewaltigt werden. Das sind gar nicht die Männer. Nee, das sind Dämonen. Also das war auch ganz groß. Ja. Aber mittlerweile ist es halt sehr offensichtlich, wie halt immer wieder solche Sachen hervorgeholt werden, um von anderen Sachen abzulenken. Wie ja immer noch dieses ganze Putin hat Kopfgelder ausgesetzt und so. Das war halt diese Woche wieder groß, weil Trump auch gesagt hat, ich habe das nie zum Thema gemacht, weil das sind Fake News. Außerdem ist das Bruttoinlandsprodukt um ein Drittel eingebrochen. Und das ist ja die Economy, ist ja immer Trumps Nummer 1 Thema. Und da muss man natürlich von ablenken. Das hat er zuletzt gemacht mit der Aussage, hey, vielleicht verschieben wir die Wahl doch einfach. Ja, stimmt. Wo er keine Macht zu hat, das kann maximal der Kongress machen. Aber die Sache ist ja, ob er es darf oder nicht, ist völlig egal. Die Frage ist, ob er damit durchkommt. Das heißt, war ja nur eine Idee von ihm bestimmt. Es war natürlich erstmal nur eine Idee. Ideenwerkstatt schon. Und hier war ich tatsächlich sehr überrascht, dass sie, ich gucke dann zum Beispiel auch mal in den konservativen Foren, ja, die eigentlich immer alles abfeiern. Und selbst die sagen, nee, das geht leider einen Schritt zu weit, hör mal auf damit. Die Wahl und das Peaceful Transition of Power, also dass man quasi, auch wenn man verliert, dass man sagt, okay, ich gebe mich geschlagen so. Egal, was im Wahlkampf wie für Fetzen Hitler fliegen. Auch damals im Weltkrieg. Ganz entspannt. Man muss nee, Hitler, mal verloren haben. Hitler hat ja gesagt, oh, naja, gut, also wenn ihr mich unbedingt wollt. So, und
da haben die dann tatsächlich gesagt, hey, nein, so geht das nicht. Und infolgedessen habe ich, ich weiß gar nicht, was, glaube ich, irgendein Journalist, der hat mal so ein Szenario entworfen, wie es möglich wäre, dass er quasi das einfach durchzieht am Recht vorbei und alle mitziehen müssen, mehr oder weniger. Mhm. Und zwar, indem er jetzt sagt, die Wahl wird verschoben, er sagt es einfach, und dann gehen seine Supporter einfach nicht wählen, weil die Wahl ist ja verschoben. Er sagt dir, das ist zu unsafe oder so. Wir wählen eine Woche später, nö. Die wählen dann einfach nicht. Und dann, jetzt mal nur als Beispiel, geht es dann irgendwie 85% zu 15% aus für Joe Biden. Das ist so ein krasser Unterschied, dass dann alle sagen können, oh, guck mal, das ist ja, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Außerdem, wenn halt diese Leute nicht wählen gehen, verlieren alle Republikaner, die, also das ist ja ein großer Wahltag, die verlieren dann potenziell ihren Sitz im Senat und im Kongress. Und dann müssen die quasi mitziehen, um diesen Platz zu behalten. So. Und das fand ich relativ interessant, wie man quasi, ne, das erzwingen könnte. Die ja, das können die ja nicht machen, dass die getrennt wählen gehen. Wie getrennt? Weil du gerade gesagt hast, irgendwie, das ist so. Die gehen halt nicht wählen. Die verlieren dann alle und die müssen dann quasi dieses oh, das ist fake. Wir müssen ach das. So, nee. Die müssen da halt dann mitziehen. Aber egal, wie das Ergebnis ist, wenn Trump verliert, werden die das anzweifeln, das Ergebnis. Ob es knapp das ist. Das sowieso, klar. Dann gibt es noch ein paar Leute, die halt sagen, spätestens, wenn der Wechsel dann tatsächlich ist, irgendwann Mitte Januar ist das ja, dann muss er spätestens aus dem Haus gehen, ob da jetzt ein neuer Präsident gewählt wurde oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube wirklich, dass da noch wilde Zeiten auf euch, auf uns nicht. Auf euch in Amerika. Hier, ja. Aha, lol. Nee, halt wirklich 90 Tage oder so sind es noch, 95. Da kann noch viel Scheiße passieren. Ich glaube auch, dass Trump, wenn er verliert und ausziehen muss, dass sich das Weiße Haus einfach nachbaut irgendwo und weiter simuliert. Wie dieses Goethe-Gartenhaus, was irgendwie in Japan aufsteht. Genau. Und der simuliert einfach dann, dass er Präsident noch ist, weißt du? Ja. So, dann auch noch eine richtig geile Sache. Einer der dümmsten Politiker, die ich je erlebt habe. Louis Gohmert heißt der, ist Republikaner. Den habe ich halt auch in Folge der Impeachment-Prozesse und so immer mal gesehen. Der ist jetzt positiv getestet worden auf Corona. Mhm. Obwohl er immer gesagt hat, ey, Masken sind gefährlich, Masken stecken an und so. Und er hat jetzt auch gesagt, weil er die letzten 10 Tage so viel Maske tragen musste, ist er jetzt positiv getestet. Ah, die Masken waren das. Ja. Mhm. Und was hat er jetzt als ersten Move gemacht? Die Maske weggeworfen? Nee. Er muss natürlich all seinen Leuten Bescheid sagen, sein Staff, ja, seine ganzen Mitarbeiter, Sekretäre und so. Nachdem er jetzt die erste Nacht im Office geschlafen hat und nicht zu Hause, bevor er jetzt die Quarantäne einleitet, hat er alle zusammengerufen in einen kleinen Raum und hat gesagt, so Leute übrigens, ich habe Corona. Genau das. Richtig gut. Also Louis Gohmert, merkt euch den Namen. Noch hat er halt keine Symptome, aber er ist halt getestet. Mal gucken, was da passiert. Es gab noch einen. Ich glaube, Herman Cain, auch ein RP. Der ist gestorben. Genau, ne? Der hat noch irgendwie Trumps Wahlkampfrallye besucht, ohne Maske, auch demonstrativ und ist an Corona gestorben. Ja. Und ich glaube, das war einer der wenigen schwarzen republikanischen Politiker. Genau, ja. Hermann hieß er. Der ist ja guter Hermann. Hermann Cain. Und noch ein richtig gutes Ding. Das ist so dieses absolute Klischee, ey, hör, du würdest doch deine Mutter verkaufen und so, ne? Stephen Miller, der sagt jetzt, seine Großmutter ist nicht an Corona gestorben, obwohl das ganz klar so festgelegt wurde. Wer und auch Stephen auf dem Miller? Sterbebett gesagt wurde. Das ist der der Top-Advisor von Trump, also so. Einfach nur ein hoher Berater. Okay. Und er sagt, nee, meine Oma, die ist ganz natürlich entfleucht. Ich habe sie gesehen gestern, ja. Sie lebt. Nee, das leider nicht, das wäre noch geiler, aber es steht halt wirklich auf der Sterbeurkunde drauf, hier, Todesursache, Corona. Mhm. Aber sie ist ganz friedlich entschlafen. Man muss ja die das Narrativ aufrecht erhalten. Ne? Ja, ja. Ja, und dann habe ich noch ein richtig schönes Video gesehen aus, ich weiß gar nicht, welche Stadt das war, aber ich habe das ja letzte Woche angekündigt, dass irgendwie 20 bis 40 Millionen Amerikaner kurz davor sind, ihre Wohnung zu verlieren. Mhm. Und jetzt haben die quasi Proteste gestartet vor den, wie heißt das, diese... Das Weiße Haus? Warte, das habe ich nicht aufgeschrieben. Nee, wie diese Courts da heißen. Also es gibt so extra Gerichte, die halt sowas entscheiden, ob jemand irgendwie dagegen vorgehen kann, wenn er aus der Wohnung fliegt oder nicht. Hm. Und um diese Leute nicht aus der Wohnung fliegen zu lassen, lassen die Mitarbeiter nicht ins Haus.
Das finde ich ja sehr witzig. Also die protestieren einfach vor diesem Gerichtsgebäude, Eviction, was auch immer. Und dann können die halt da nicht rein und die Fälle bearbeiten. Ach so. Das heißt, die Leute können dann da hoffentlich wohnen bleiben, auch wenn sie eigentlich rausfliegen würden. Aber wenn die jetzt immer auf der Straße protestieren und gar nicht zu Hause sind. Stimmt, da brauchen die Wohnung ja gar nicht. Das ist eine Milchmädchenrechnung, wa? Dann gehen die Mitarbeiter von dem Gericht einfach zu denen nach Hause. Siehst du? Win-win. Ja. Das war ja auch so ein Ding, was wir vor 2 Monaten oder so hatten wir das schon, wo dieser komische New Yorker italienische Comedian da so laut schreiend und spuckend im Auto saß. Erinnerst du dich? Nee. Vito oder Victor, irgend sowas. Der hat sich richtig aufgeregt, warum man nicht einfach das auf Eis legt. Ja, also du kannst halt jetzt deine Miete nicht bezahlen. Hm. Man legt das einfach auf Eis und sagt nicht, okay, in 3 Monaten musst du die zahlen, sondern hängt das hinten an die Mietfrist einfach hinten dran. Ach so. Und so wäre dieses Problem sofort gelöst, keiner würde rausfliegen. Es wird einfach nur nach hinten dran verschoben. Und diese einfache Lösung. Das ist auch problematisch, ne? Wenn du dann irgendwie dann, wenn es dann soweit ist und du eine neue Wohnung hast und du 2 Mieten zahlen musst, das ist ja auch nicht geholfen. Aber besser, als auf der Straße zu landen. Das machst du aber dann auch wahrscheinlich. Das ist verschoben einfach nur, das Problem. Aber, nicht aber ich glaube trotzdem, dass es besser ist, als 40 Millionen plötzlich Obdachlose zu haben. Lieber peu à peu 40 Millionen Obdachlose. Ja. Ey, also doch, einfach hinten dran. Dann kannst du ja auch damit rechnen, dass das kommt. Dann hast du Zeit, irgendwie was weiß ich, was zurückzulegen. Kann nicht der Scheißstaat helfen? Dann aber natürlich ist das die allerbeste Variante. Bedingungsloses Grundeinkommen. Huch. So. Aber wenn das nicht ist, dann ist das der next best step so. Ich lese zu viel Englisch, Alter, mit meinem scheiß Anglizismen hier. Das ist voll wack, ey. Auf jeden. Ja, das auf jeden Fall ganz witzig. Eine andere Sache noch, die auch schon wieder so, die Woche hatte nur so kleine Sachen, die so absurd Großes, wieder sind. Ja. Ja, aber so absurd, so beyond parody. Und nochmal ein bisschen Anglizismen raus. Hinter der Witzigkeit. Es gab erst eine Wahlkampf- Werbung, da hat jemand bei einem jüdischen Kontrahenten die Nase künstlich verlängert. Hm. Also er nicht selber wahrscheinlich, sondern sein Team. Wahrscheinlich, ja. Das war halt dann so ganz schlecht ausgeschnitten. Es war halt nicht wirklich verlängert mit Photoshop, sondern quasi das Foto war ausgeschnitten und da bei der Nase waren so ein paar mehr Pixel halt einfach gelassen. Ja. Aber es war schon offensichtlich, dass halt die Nase dadurch also wesentlich größer wird. Schlechte Arbeit sozusagen. Ja, aus Versehen natürlich, so. Und irgendwie 3 Tage später gab es dann noch einen republikanischen Typen, der sich einen schwarzen demokratischen Gegner genommen hat und den noch dunkler gemacht hat, damit der noch bedrohlicher wirkt oder so. Also der steht dann auf dem Wahlplakat so dahinter, übelst dunkel, ja. Nur so eine schwarze Silhouette. Wie Darth Vader steht er dann da. Das ist auf jeden Fall ganz witzig, dass man so, also alleine halt auch die Nase länger machen, ey. Das ist halt so. Der Photoshop-Krieg. Ja. Im Wahlkampf. Ja. Voll die gute Idee eigentlich. God bless America. Hätte ich auch machen sollen mit Peter Kleine vielleicht, dass ich einfach ganz grauhaarig mache, weißt du, noch viel älter und so. Und diese Face-App, weißt du? Stimmt. Also noch älter aussieht, wie er schon ist. Ich habe ja ein Bild von, ach, wo ist er denn? Hier von unserem allseits beliebten Daniel Kratz habe ich ja ein Bild von Kalle, wie heißt sie? Was hat sie eben gesagt? Face-Filter, aber die hat ja so einen Namen. Egal. Face-App, oder? Klar, stimmt. Ja, Face-App. Egal, in alt. Und wenn wir das hier in Weimar rumschicken, der kriegt nie wieder. Nee. Kriegt nie wieder eine Stelle. Alte Menschen sind eklig, das weiß ja jeder. Aber das machen wir nicht. Wir mögen ja den Daniel. Der hat sich eingesetzt für Skateparks. Ich sehe noch keinen Skatepark, aber ich hoffe, dass es bald kommen wird, Daniel. Wir hoffen auf dich. Kleiner Aufreger diese Woche in Erfurt. Da gibt es nämlich einen Skatepark. Toll. Der neu gebaut wird. An der Buga. Ich weiß nicht genau, kenne ich mich nicht aus. Buga. Ist das Ega jetzt schon wieder? Nee, Ega? Ist so ähnlich. Okay, ich kenne mich da nicht aus. Aber der ist quasi halb fertig und da sind schon Leute draufgegangen und da sind Sachen rausgebrochen. Weil die Leute keine Geduld haben und im Endeffekt bestraft man sich selbst. Das ist wie dieses Experiment mit Kindern, dass du denen einen... Moment! Was? T4, Aktion T4, sondern ich rede von Gummibärchen irgendwie. Hier hast du ein Gummibärchen, und wenn du eine Minute wartest, bekommst du noch ein Gummibärchen. Wenn du wartest, kriegst du keins mehr. Moment, wenn du nicht wartest. Also wenn du wartest, bekommst du mehr. Ja. So, und... Irgendwann fangen die Kinder aber an zu essen, so nach 3-4 Stück, weil die Hunger haben manchmal. Und so ist es auch mit den Skatern, weißt du, du musst sagen, hier,
Hast du schon mal eine Rampe und eine, weiß ich nicht, was es für Begriffe gibt? Mhm. Die klassischen Holzdinger. Holzdinger, genau. So, genau. Und wenn ihr wartet, kommt ja auch noch mehr. Aber weil die wie Kinder sind, die Skater, weil die ein bisschen dumm sind, weil die schon so oft auf den Kopf gefallen sind. Da hast du mich jetzt verloren. Ich glaube dann, das hast du jetzt mit den Scooter-Kids verwechselt. Vielleicht waren es ja doch die Scooter-Kids, die da schon gefahren sind. Scooter-Kids? Wer ist das denn? Kennst du keine Scooter-Kids? Kennst du echt keine Scooter-Kids? Kommst du denn her? Die Skateboard fahren aber Scooter dabei. Hören. Nein! Alter, Scooter-Kids sind Rollerfahrer, Mann. Ach so. Du bist ja schlecht informiert. Rollerfahrer ist der größte Krebs der Gesellschaft. Ich keine Ahnung. Die stehen nur im Weg rum und sind dumm. Jedenfalls haben die sich selbst ruiniert, die Skater. Muss man mal so sagen. Das, in dem Fall stimmt das. Ja. Wie Kinder. Ich wünsche mir in Weimar bitte einen ordentlichen Street-Skate-Park und nicht diese Scheiße. Die haben halt auch, Alter, die haben im fucking Nordlicht für 25.000 Euro diese Scheiße saniert. Es ist einfach nur Dreck. So ein paar Fugen wieder gerade gemacht quasi. Es ist richtig Schmutz. Tja, nächstes Jahr sind Wahlen, ne? Landtags- und Bundestagswahlen. Und es gibt Parteien, die machen ein bisschen mehr für die Jugendlichen als die anderen. Hm. Ich sag's nur. Nur als Tipp. Fällt dir da jetzt eine spezielle ein? Wir dürfen keine Werbung machen, glaube ich, für Parteien. Hä? Deswegen sage ich mal. Das war im Radio so, Tito. Wir sind jetzt hier völlig frei. Ja, ich weiß nicht. Ich sag mal einfach, wählt mal die Partei, die euch am nächsten kommt. Okay. Wählt mal die Partei. Die ihr gut findet. Die ihr gut findet. Oder sehr gut findet. Nice. Die Partei. Was ich sehr gut finde, ist zuletzt die noch. Die Partei. Gangs of New York. Gangs of London. Jetzt hast du mich ganz wuschig gemacht. Gays of New York? Gays of New York, ja. Nein, Gangs of London. So. Ich bin ja ein großer Fan von The Raid 1 und 2. Gute Filme, gute Actionfilme. Ich kenne Raiden nur von Twitch. Ja, kennst dich jetzt richtig gut aus. Ja, ein bisschen schon. Ja, du streamst jetzt, habe ich gehört, aber unregelmäßig. Du sagst ganz oft im Podcast. Und dann stimmt's nicht. Ich mache immer nur einmal alle 4 Jahre mal. Hm. Oder einmal im halben Jahr vielleicht, wenn ich Langeweile habe. Und ich war bei Vincent zu Hause und er hat irgendwie jetzt VR. Aber du kündigst das auch nicht auf Instagram oder so an, ne? Ich habe dir ja noch nicht mal gefolgt, weil ich war ja noch nie da, während du live warst. Ich hab's halt selber. Aber du hast ja dann geratet für mich. Ja. Sehr netterweise. Und wir haben VR ausprobiert und mir ist schlecht geworden nach ein paar Minuten. Das ist halt echt ungünstig. Habe ich nicht erwartet, ja. Also da fällt wahrscheinlich in der Zukunft eine Menge Spaß für dich weg, wenn das wirklich, also es ist ja noch an den Anfangsschritten so. Das wird, glaube ich, noch richtig gut. Der Vince meinte, dass es nur am Anfang manchmal so ist. Aber du musst einfach die Kotze runterschlucken, das wird besser. Aber manche haben es wohl öfter. Das heißt wohl Motion Sickness oder so und das habe ich wohl. Alter, Tino macht sich ja in Gaming und Film und Fernsehen so richtig rein in diese Popkultur. Ja, ne? Wie ein junger Mensch. Ja. Als wäre ich 26. Nee, Gangs of London ist eine Serie, die jetzt ganz neu ist, vom selben Typen, der The Raid 1 und 2 und auch Merantau gemacht hat. Netflix oder? Nee, das ist nicht Netflix, das glaube ich, weiß ich gar nicht. Amazon Prime? Disney Plus? WWE Network? Ich darf mich jetzt hier nicht outen. Ach so. Ah, okay, du guckst, okay, es gibt da eine. Ich habe das halt. Alle DVDs hast du. Ich habe das alle halt DVDs. Bei einem Kumpel gesehen. Ja. In den USA, wo du. Ich habe halt auch erstmal nur in die erste Folge reingeguckt bei diesem Kumpel, bis sie vorbei war. Und die fand ich schon gut. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Du hast davon gelesen. Es ist halt gerade ein relativ großer Hype und ich mag diesen Regisseur. Ja. Bitte verklag mich nicht. Nee, ich mag dich, ja. Das auf jeden Fall kann man sich mal angucken. Da sind auch viele Leute mit dabei, die zum Beispiel bei Game of Thrones mitmachen. Dadurch hat es irgendwie teilweise so ein bisschen so ein Gefühl, ah, okay, das ist jetzt so Game of Thrones, aber halt irgendwie in der Jetztzeit mit irgendwelchen Gangs statt irgendwelchen Königshäusern. Klingt furchtbar spannend. Ah, Tino, du bist so anti. Also, ich finde Kampfszenen sehr gut. Und in der ersten Folge waren auf jeden Fall 2, 3 gute drin. Okay. Werde ich mir nicht ansehen. Es ist halt gerade ein großer Hype, Tino. Es ist ein großer Hype. Eben, deswegen gucke ich es mir nicht an. Du Scheiße. Ich bin ganz, ganz anti. Ich warte immer, bis es out wird. Hm. Wie meine Frisuren. Ich trage immer noch diesen Seitenscheitel. Justin Bieber. Den man gar nicht mehr trägt. Seit Hitler. Ja, ist ja eigentlich out, ne? Quasi. Aber man trägt jetzt irgendwie so die Seiten abrasiert und oben so Locken.
Sehe ich ganz oft bei so Jugendlichen. Hm. Und dazu eine schwarze Adidas-Hose und ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck. Hm. Und Nike oder Adidas-Schuhe. Auch wo du gerade weißes T-Shirt sagst, da war Rocket Beans ja auch nochmal so ein Internetthema, habe ich gesehen. War ein bisschen in der Kritik. Oh. Weil Etienne... Deine Chefs quasi. Mein Chef, mein bester Freund Etienne, der hat jetzt sein eigenes Modedesign rausgebracht und ein Teil davon ist halt einfach nur ein komplett plain weißes T-Shirt. Weil nichts drauf ist. Ist es wenigstens anders geschnitten irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Dass die Ärmel ganz groß sind. Mir ist es ehrlich gesagt auch völlig egal so. Mir nicht, aber ich finde das scheiße. Das Ding ist, ich glaube sogar Kanye West oder so, irgendjemand hat das halt auch schon mal gemacht. Und wenn der Gag halt durch ist, ist der Gag durch. So war das ein Gag, glaubst du, von Etienne? Von Etienne vielleicht nicht, von Kanye West auch nicht. Der hat ja bis heute diesen Fisch-Joke nicht verstanden bei South Park. Ja, letzte Woche, da war auch noch was, haben wir gar nicht angesprochen. Der ist auch wieder, der ist völlig insane, der Typ. Kanye? Ja, der hat so eine Rallye gehalten für seine Präsidentschaftswahl. Und hat halt auf der Bühne geheult und so, wegen Abtreibung. Wenn meine Mutter mich abgetrieben hätte, dann gäbe es jetzt keinen Kanye West und so. Und ja, eben. That's the point. Nee, und ja, wenn Hitlers Mutter ihn abgetrieben hätte, gäbe es halt auch keinen Hitler. Also, ich wollte es nicht sagen. Wenn du so argumentieren willst. Ja, das war halt ein bisschen traurig. Das war auch super strange. Der hatte nicht mal ein Mikrofon. Der stand da einfach nur auf der Bühne, hat rumgeschrien. Das war... Aber Lippen bewegt. Ja. Das war, aber es ist schon wieder 2 Wochen her. Also. Das sind die besten Reden von Trump und Kanye West, wo die Mikrofone aus sind. Also wenn du noch was hast, können wir es noch mit reinnehmen. Ansonsten können wir diese magere Woche auch mal zusammenfassen. Ich hatte noch was Lustiges. Nee, was Übles, was dich ja als China-Experte interessieren könnte. Jetzt sind ja demnächst Wahlen. Ich glaube, also Parlamentswahlen am 6. In China oder was? Ja, am 6. Dezember. Und jetzt wurden schon die ersten Menschen ausgeschlossen von der Wahl. Das überrascht mich. China-Kritiker. Das finde ich ist ein neuer Step in China so. Also, dass sie echt Menschen offiziell ausschließen, weil sie China-kritisch sind von der Wahl. Weißt du, so hintenrum, die irgendwie verprügeln und so und einknasten. Das ist noch irgendwie Oldschool-Diktatur, aber irgendwie die von der Wahl ausschließen, das ist doch offensichtlich dann eine Diktatur. Da macht doch keiner einen Hehl draus. Wir sind halt super abhängig von denen, von daher ist es cool. Das auch, aber ich meine ja nur, dass wir kriegen ja billige iPhones, also ist das okay, was sie mit Menschen machen. Ja, das ist auch meine Ansicht. Aber ich sag nur, es hat mich voll gewundert, dass es so offiziell ist, weißt du? Doch, doch. Du kannst ja auch bei den Demonstranten so Menschen einschleusen, die irgendwie die Bösen spielen, dann darfst du die anderen auch verkloppen, die böse sind. Aber offiziell von Wahlen Menschen auszuschließen, ist doch voll offensichtlich. Ja, passt mal auf, wenn dieses Sozialsystem, da, also dieses Social Credit System da, wenn das richtig an den Start geht, was dann da los ist. Shitte. Gibt's Punkteabzug, wenn du die falsche Partei schief anguckst. Weil die Juden oder auch die Uiguren werden ja auch nicht jetzt offensichtlich irgendwo gequält und vernichtet. Das ist ja alles eher sehr, sehr versteckt irgendwie und es wird geleugnet. Also da gibt's halt auch Videos, selbst die harmlosen Sachen, also es gibt da so Touren durch diese Uiguren-Camps, die super krass geführt sind, also du siehst da nicht alles, sondern nur sehr ausgewählte Teile. Ja. Und selbst diese ausgewählten Teile sind super creepy, da sind dann halt, ist so ein Klassenraum mit 20 so Uiguren drin, die sagen, if you're happy and you know it, clap your hands. So, weißt du, und das ist so strange, Alter. Das war gewesen, if you're happy and you know it, clap your hands. Stille. Das wäre dann... Ja, okay. Ja, aber alleine so, Alter. Und das, du weißt halt, dass das sind die Teile, die sie zeigen wollen. Ja. Mhm. Und das ist so widerlich, Alter. Ja. Das sind nur Schulen. Wir sind so dankbar, dass wir hier umerzogen werden. Wir sind echt schon... Wir sind durch, Stunde, ne? Wir müssen langsam der Woche eine schlechte Zahl geben. Tatsächlich. Ich finde es nicht so spannend. Ich war mit Riechen und Schmecken die Woche beschäftigt. Ich würde echt irgendwie zu einer 3 gehen, weil Herr Rotes sagt immer, wir sollen ein bisschen mehr ausschwenken. Ja, ne? Ja, also ich würde fast schon 3,5 sagen wegen dem Otto-Film. Gott. Weil das der erfolgreichste deutsche Film ist und dass man den jetzt auch canceln möchte, das finde ich schon ohne Wertung sehr krass. Naja, aber man wollte ja auch schon den erfolgreichsten deutschen Führer canceln. Das stimmt. Ja? Also da ist der Step zu Otto der Film nicht weit. Nichts Neues, nee. Da hast du recht. Also 3 sagen wir. Ich bin bei 3, ja. Okay. Es ist halt wieder eigentlich in Amerika übelst die Scheiße am Brodeln, aber es ist halt auch immer nur am Brodeln. Es gibt nicht so die Explosion. Es gab die haben Bill Barr, diesen Justizminister,
interviewt, so, das war halt auch ganz cool, aber da ist halt auch nichts passiert, weil die alle immer nur so Plattitüden und Phrasen und aber es passiert halt nichts so. Wir setzen ja auch die Maßstäbe immer neu. Also ja. Letztens habe ich jemanden getroffen, der meinte, oh, also wo ich von dem Podcast erzählt habe, ach, ihr macht so Bewertungen, das muss ja bei Corona immer bei 10 gewesen sein. Da habe ich gesagt, nee, Corona also zieht nicht mehr. Als es ausgebrochen ist, da war es schon nah dran, aber wir bewerten ja immer nach neuen Maßstäben, ja. Wie es jetzt gerade ist, so. Und da ist dann die Pandemie dann auch dann langweilig irgendwie. Ja, wir brauchen eine zweite Welle oder eine neue Pandemie. Die kommt, die Welle. Ja. Die kommt. Jetzt schon, versprochen. Oder? Danke. Aktuell. Danke, Tino. Ich kümmere mich drum. Schön. Ja, das war ein feuchtfröhliches Vergnügen. Ja. Nächste Woche wird wahrscheinlich super geil. Was machen wir zum Staffelfinale? Irgendwas Nices. Ich würde eigentlich dafür... Ah gut, jetzt ist halt Corona, ne? Sonst würde ich halt echt sagen, irgendwie mal wieder irgendwas... Vor Live-Publikum wäre lustig. Ja. Zur 100. auf jeden Fall. Zur 100. müssen wir das auf jeden Fall machen. Und Käsekuchen backen, haben wir auch schon ewig geplant. Oh, dann machen wir das vielleicht einfach, oder? Machen wir mit Kamera und... Was war es? Echt Käsekuchen? Veganer ich Käsekuchen. Kann ja jetzt auch was schmecken, also siehste, ist ja Genius, Mann. Ausnutzen. Ja, vielleicht kann ich in der Woche schon nichts mehr schmecken. Scheiße, aber veganer Käsekuchen war der Plan. Na dann? Da müsste man einen Experten, oder nee, halt nicht, wir backen einfach selber, wir können das gar nicht, aber okay. Wir machen das. Ja, here we go. Und noch der Brennmotorerwunsch, ne? Der Weimar der kommt. Ja, ja. Zwischen Kotze und Kultur. Der kommt, der wird richtig groß. Ja. Vielen Dank, kauft einen Hörerwunsch, wir sehen uns. 20 Euro, grüß Thema eurer aus. Wahl. Genau. Egal was, wir reden über Badehosen, über Hitler. Oh, Hitler. Von dem habe ich noch nie gehört. Lange nicht mehr, ne? Der ist ein bisschen draußen gerade. Der ist irrelevant geworden. Der hat nicht mehr so die Klicks. Nee. Gut, Leute. Auf Wiedersehen. Auf Worldwide Wiedersehen. Ah, ja. Gott, Alter. Hör auf mit deinem gebührenfinanzierten Dreck hier rein. Ich hab's schon gesehen. Ich finde die lustig. Wie du in deiner Insta-Story hier postest. Ah, oh, hier, guck. Ja. Aber es war gelogen, ich war nicht veganer Burger essen, ich war Pizza essen. Lügen, Sohn. Gut, die Musik ist viel zu laut. Aua, aua, aua. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hab mal überlegt. Das darf man nicht mehr machen, oder? Ist das nicht so ein Indianer-Ding? Ja. Dass du das jetzt gesagt hast, kennen sie dich. Ich glaube auch. Nächste Woche wird ich sitzen. Mit einem Indianer. Für die Quote. Wir brauchen eine Indianer-Quote. Oh, sorry. Aborigine. Nee, indigenes Volk. Mir egal. Tschüss. Brennpunkt.